Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schemeyer, ich bin Psychologe, Paartherapeut und so weiter und so fort. Heute mal ganz locker, sag ich mal, und leger ein so ein bisschen persönlicher Jahresrückblick und auch Ausblick ins nächste Jahr. Das heißt, es wird mal so random Themen geben in diesem Video, die mich so beschäftigt haben. Und genau. Also vorab wollte ich mich aber erstmal bedanken, weil tatsächlich 2022 beste Liebeship-Jahr war, was es je gab. Und das ist auch nicht immer unbedingt so, dass es jedes Jahr ja sich da so Steigerungen ergeben. Gar nicht, aber dies Jahr tatsächlich schon, ohne dass ich genau sagen kann, warum eigentlich. Ist auch schon ein Thema, was mich beschäftigt hat dieses Jahr. Ich kann das überhaupt nicht, kann man auch schlecht in Zahlen fassen, dass der Kanal jetzt, ich meine, der hat sich auch super entwickelt, auch vielen Dank dafür, aber mein Gott, ich habe jetzt nicht 1 Million Abonnenten oder so, aber ja, also ich bin sehr happy für euch Liebeschippler, was ja auch Vertrauen in mich, wenn ihr Kurse kauft und so oder meinen Kanal guckt und unterstützt, ja. Danke da von meiner Seite. Es hat sich eigentlich tatsächlich sehr kleinteilig angefühlt. Also das war auf jeden Fall, es gibt so Jahre, wo ich das Gefühl hatte, boah, also super Kursidee, super dies, das zum ersten Mal, dies zum ersten Mal, neuer Verlag, dies, das, jenes. Und ich habe jetzt dieses Jahr festgestellt, was wie gesagt ein Jahr war, was sehr gut lief, aber es hat sich gar nicht so angefühlt. Es war also eher so mühsam, ich fand es auch beruflich mühsam, viel kleinschrittig, nicht irgendwelche großen Sachen, und die Sachen, die vielleicht groß ausgesehen haben, haben sich entweder komplett in Luft aufgelöst. Und also das war für mich eine interessante Erfahrung. Also ich habe mich, oder finde es auch immer noch cool, wenn man so schöne Kooperationen macht oder weiß ich nicht, genau, dann neuer Verlag und dies, das, jenes. Aber tatsächlich so rein geschäftsmäßig bringt das immer alles gar nicht so viel wie diese kleinteilige Arbeit hier auf dem Kanal, ne? Also das war für mich wirklich auch eine interessante Erkenntnis. Ja, wie gesagt, weil es hat sich war also unheimlich viel Kleinkram, in dem ich mich in diesem Jahr gekümmert habe, auch noch viel so Sachen aus meiner Vergangenheit, die abgearbeitet werden mussten, aber ich bin auch wirklich super gut vorangekommen. Also ich sag mal so vergangene, wie soll ich mal sagen, Pluspoligkeiten, die ich mir auch erlaubt habe. Das ist ja wirklich, deswegen, man sollte eigentlich, ich finde, je früher ihr auf mein Programm trefft, umso besser, wirklich. Weil es baut sich einfach so viel auf und man zahlt wirklich als Pluspol so einen hohen Preis. Also würde mich jetzt heute auch nicht mehr so als Plus, also ich merke immer noch diese Tendenzen, aber ich glaube, also Aline würde das jetzt nicht sagen, dass ich so ein krasser Pluspol bin, aber war ich definitiv früher. Und ja, was ich da so angehäuft hatte, das dauert wirklich lange, das alles abzubauen, und ja, es nervt bis heute teilweise, aber ist wie es ist. Also das, und das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt hat, das ist auch viel. Ich weiß nicht, das, ich habe das Gefühl, mir fällt es mehr auf, wie sehr so die Welt im Ego ist irgendwie. Also wie das wirklich sich durch alles durchzieht, alle möglichen Beziehungen. Und ja, man selbst vielleicht auch oft, keine Ahnung. Das ist einem selbst natürlich auch schwer zu sehen. Aber ich sehe es wirklich, ich sehe es überall plötzlich. So, wisst ihr, so wie so früher diese Sachen, die man auf die Zähne gemacht hat, wo man dann den Zahnplack gesehen hat und so alles blau oder alles rot, irgendwie so. So kommt mir das gerade vor, und ich finde es aber nicht schön. Es ist irgendwie, man könnte ja auch mehr so liebevoll drauf gucken, aber boah, mich fuckt das echt total ab. Und ja, also merkst so, obwohl ich mir eigentlich manchmal so nach mehr konnte, also manchmal auch gern mehr, noch mehr Freunde, besser, weiß ich nicht, mehr anderes Umfeld, neue Umfelde, ich weiß es nicht.
wünschen würde, merke ich trotzdem, ja, ich bin so schnell abgefuckt, ich ziehe mich so schnell zurück und denke mir, oh, ich ziehe mich am liebsten aus allem rausziehen und bin mal gespannt, wie es weitergeht. Finde ich manchmal ein bisschen spooky, ist eigentlich nicht, wie ich mich so jeden Tag gern sehen würde, aber naja, es ist, wie es ist, es ist, wie es ist. Ne? Ja, da war natürlich, sind wir ja in unserem Dopamin-Podcast drauf eingegangen, guckt da auch gerne mal vorbei, wir gehen zurück uns auch auf wöchentlich, ja, die Umzüge, also das zu meiner Freundin, zu Aline, zu meiner Freundin ziehen, das war natürlich, muss man, will ich auch, wie gesagt, da gehen wir in den Podcast drauf ein, ja, ich bin nicht so leicht damit, so einen Wohnort zu wechseln, also von Hamburg weggehen, ist mir schon auch schwer gefallen. Und genau, und dann gab es ja den Hund. Also ich muss wirklich sagen, ich war es überhaupt nicht so dafür. Aber mein Gott, Hundebesitzer werden mir zustimmen. Das sind ja echt spirituelle Wesen, ne? Meine Güte, das sind Hunde für spirituelle Wesen. Das ist krass, wenn man da in die Augen guckt. Das ist wirklich abgefahren. Das ist ja so eine richtig krasse Beziehung, die man mit denen hat. Und ja, das ist für mich alten Bindungsängstler oder passiv bin oder keine Ahnung. Oder ich habe zumindest noch so Anteile, würde ich mal sagen. Ist das schon eine spannende Herausforderung. Ja, ansonsten hatte ich auch schon so im anderen Video gesagt, ich merke einfach, das ist für mich, obwohl ich das manchmal gar nicht so will, so viel darum ging, so meinen eigenen Weg zu gehen. Und ja, auch wenn der manchmal, wenn ich da manchmal sehr für mich unterwegs bin oder hier mit meiner Kerntruppe, sag ich mal, ja, bin mal gespannt, wie das weitergeht. Also das hat mich auf jeden Fall auch beschäftigt. Ansonsten so, was das große Bild angeht, meine, ich finde es einfach super schade, sage ich jetzt mal, dass ja, nach 2-3 Jahren Corona geht der nächste Scheiß los, dann mit, weiß ich nicht, politische Ängste, wirtschaftliche Ängste, also boah, was ist das für ein, was sind das für Abfuck-Jahre, ne? Also wirklich, klar, man kann, habe ich auch drüber geschrieben in meinem letzten Buch, Neue Dimension der Liebe, man kann das natürlich alles, wenn man es aus so einem größeren Zusammenhang sieht, kann man da so einen Sinn reinkriegen, dass, damit wir weitergehen können, dass sich halt viele Sachen zeigen müssen, dass die aufgearbeitet werden müssen, aber boah, ist schon echt extrem mühsam und ja, wie wird das weitergehen? Also ich denke schon, dass das nächste halbe Jahr nochmal echt sehr heftig wird. Vielleicht kriegen wir nochmal, also so wirtschaftlich, ich glaube, das können wir vorstellen, dass dann, manchmal ist es ja so, dass Sachen erst dann richtig knallen, wenn sie eigentlich schon wieder besser werden, Inflation schon wieder sinkt und ich weiß nicht was. Also ich habe schon das Gefühl, dass da so wirtschaftlich da es noch ordentlich ballern wird. Ich habe das Gefühl, da wird es richtig noch zur Sache gehen. Ob ich das ganze Jahr oder so, weiß ich nicht. Vielleicht, ich könnte so, Best-Case-Szenario wäre für mich noch so ein halbes Jahr und da könnte ich mir schon vorstellen, dass wir nochmal eine zweite Jahreshälfte haben, die vielleicht ein bisschen sorgloser ist und befreiter und ja, vielleicht tut sich ja auch bei diesem Krieg da was, keine Ahnung, ich habe weiter so die Strategie, mich da, ja, mir das nicht reinzuziehen, weil es fuckt ja, also es ist, naja gut, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, will ich auch gar nicht. Insofern glaube ich schon, dass das noch einfach echt anstrengende Monate werden und ich weiß auch nicht, ob das nur in Deutschland so ist, ich habe wirklich das Gefühl, dass das, die Menschen haben einfach zu wenig Spaß hier, das macht, wie gesagt, das mag einfach an diesen Themen liegen, das ist ja nichts. Auch bei der WM, ich meine, es gab jetzt tausend Gründe, bei der WM abzuschalten, aber kein Sommermärchen, deutsche Mannschaft verliert nur. Also ich habe das Gefühl, es ist egal, wo man hinguckt. Es macht ist einfach irgendwie, macht irgendwie keinen Spaß gerade in Deutschland. Ne? Das ist, aber vielleicht muss es da einmal so richtig ballern und also übertragenen Sinne, Wirtschaft, glaube eher wirtschaftlich, politisch, dass ich ja vielleicht da andere Strukturen finden, ne? Keine Ahnung. Ganz anderes Thema, ich habe mich da auch, obwohl ich mich da, ich weiß gar nicht, warum ich das auf einmal so auf dem Zettel hatte, ich habe das eigentlich immer innerlich total
abgelehnt, mich da auch gar nicht mit befasst, aber irgendwie bin ich auf dieses Thema Bitcoin gekommen, also gar nicht Kryptowährung allgemein, das finde ich nicht gut, aber jetzt ganz speziell Bitcoin, das für viele ist das ja nur so eine Anlage, aber das, da habe ich mich unheimlich viel mit beschäftigt, weil das, es ist einfach so eine total, ich weiß nicht, ob ihr diese Story kennt, da hat ja jemand wirklich so ein System entwickelt, wie man theoretisch weltweit Zahlungen abwickeln kann, ohne Grenzen, niedrige Gebühren. Ja, egal welche Summen, egal von wo nach wo, dezentral, kann von niemandem gesteuert werden. Also wirklich, je tiefer man da so einsteigt, also wirklich eine geniale Idee. Und dann ist dieser, weiß niemand, wer dieser Typ ist. Also ich finde, das ist so eine verrückte Story. Also keiner weiß, wer das ist. Der das entwickelt, ist verschwunden dann wieder. Und heute, ja, wird das so dezentral, wirklich komplett dezentral weiterentwickelt und ich finde es einfach nur abgefahren. Also erstmal so am Rande ist ja gerade so ein Thema, was auch der Bitcoin ist da wirtschaftlich gerade auch ziemlich am Boden. Ich weiß auch nicht, ob der wieder hochkommt, aber ich fand das so cool, dass ich mich dann halt auch entschlossen habe. Ich meine, weiß nicht, wer das nutzt, aber jetzt für meine Kurse kann man eben auch in Bitcoin bezahlen und es ist einfacher als mit PayPal oder so. Es ist wirklich verrückt, wie einfach das ist und wie schnell das geht. Es ist einfach abgefahren. Okay, das ist ein Thema, was mich beschäftigt hat und ja, keine Ahnung, ich habe wirklich das Gefühl, das Land liegt nach wie vor, auch wenn Corona vorbei ist, unter so einer Glocke, also so ein nice, geiles Leben ist irgendwie, obwohl jetzt Corona ja eigentlich vorbei ist, echt schwierig, weil wenn man überall bombardiert wird mit so Negativität und auch Social Media sowieso Negativität und Ego und aber gut, ich weiß nicht, also ich habe mir jetzt überlegt, ich lasse das einfach alles so durchrauschen und klinke mich da aus, also damit geht es mir am besten, aber ich merke auch, das betrifft mich natürlich persönlich auch, dass man so überlegt, okay, wie kann man sich davon freimachen, wie kann man so in seiner Kraft bleiben und ja, das beschäftigt mich persönlich auch und das, glaube, das wird mich auch die nächsten Monate persönlich stark beschäftigen weiter, also habe ich so richtig, spüre ich so richtig, ne? Ich weiß auch nicht, das hat mir früher, habe ich das nicht so gefühlt, aber es ist eigentlich so seit, ja, seit Mitte Corona so, sage ich mal. Naja, könnt ihr auch, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Hier werde ich die auf jeden Fall mal freilassen, denke ich. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja, habe ich auch schon mal, wie du gesagt, Liebeschip-mäßig, ja, kommen jetzt die Mental-Health-Kurse, ne? Ich kann auch nur wieder raten, zum Januar ist wirklich super gut. Selbstliebe-Challenge, Manifestations-Challenge, altbekannten Kurse, super Start. Selbstbehauptungskurs war übrigens auch, soweit ich das mitgekriegt habe, wirklich ein voller Erfolg. Kann man dann sicherlich auch nochmal über diese Mental-Health-Kurse buchen, da fällt das ja jetzt auch mit runter. Und ja, ansonsten werde ich einfach, ich habe ja schon gesagt, vielleicht thematisch mal, gibt es vielleicht mal diese eine oder die jene Änderung, weiß ich nicht, man weiß ja auch gar nicht, was kommt, vielleicht gibt es mal Überraschungen im Jahr, aber ich habe jetzt, gibt jetzt so beruflich, ja, werde ich weiter das machen, was ich jetzt seit 5 Jahren hier mache und werde mich mal überraschen lassen, was das Universum so bereithält, ne? Es gibt ja immer wieder Überraschungen und ja, ein paar coole Projekte, weiß ich auf jeden Fall schon, was nächstes Jahr so passiert, auf das neue Buch Feuer und Flamme wird das ja heißen, mal schauen, wie das wird auch sehr radikal werden, sag ich mal, über Polarität, mal schauen, wie das so wird und mal gucken, also ich habe mir auch privat eine ganze Menge vorgenommen, mich da mal, vielleicht mal wieder mehr meditieren und so, also mal gucken, ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwie gibt es auch so Bereiche, wo ich mich auf jeden Fall auch, wie alle hoffentlich weiterentwickeln will, auf jeden Fall. Ja, das war es ein bisschen ungeordnet. Ich fand es übrigens echt krass heute. Ich komme ja wieder mehr oder weniger von der Skipiste. Also dieses Jahr hat mich das echt gecatcht mit dem Wetter, muss ich wirklich sagen. Also das war ja bisher immer so, dass hier in Bayern
Ja, also das letzte Mal, wo so richtig Megaschnee war, es war ausgerechnet das Jahr, wo die Skipisten gesperrt waren. Wann war das? 2020, glaube ich, da war Megaschnee hier. Oder was? Nee, 19 war es, glaube ich. Ich weiß gar nicht, nee, 19 war das, ne? Und seitdem, also ich muss wirklich sagen, man merkt es einfach, es ist wenig Niederschlag hier. Und so wenig Schnee habe ich Ende Dezember hier echt noch nie gesehen, ne? Ich sag, man, das hat mal einmal im Dezember so richtig geschneit. Mitte Dezember hat richtig Schnee gelegen, aber es ist wieder alles getaut und jetzt soll es ja, weiß ich nicht, 13 Grad werden, glaube ich. Und ja, also, ja, man fährt auf, ich würde mal sagen, 80-90% Kunstschnee und also, ich meine, ich habe jetzt, meine Kunstschnee, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so, steckt nicht so viel Energie drin, wie viele immer so denken, aber trotzdem ist es einfach total schade. Ich finde es einfach schade und da spürt man doch irgendwie die ganze Klimageschichte, spürt man einfach, ne? Und ach, irgendwie doof, echt, muss ich echt sagen. Gut, ich glaube, ich habe hab jetzt bewusst das ein bisschen vage gehalten alles, beziehungsweise sagen wir besser, keine Liste geschrieben oder sowas. Ja, wenn ihr noch was runterschreiben wollt, was euch so beschäftigt, macht es gerne. Und ja, freue mich auch im neuen Jahr, wenn ihr Kanal gerne weitergebt, dann bekannte Familie, mal ein Video empfehlt, liked, abonniert, Mitgliedschaft vielleicht oder heute hat jemand mir wegen meiner Pause mir so ein Thanks gegeben hier, hat mich auch super drüber gefreut. Ja, wenn ihr mich und natürlich einfach, ja, am Kursprogramm, das wollt ihr aber für euch machen, nicht für mich. Also freue ich mich sehr drüber und ja, wir werden uns bald wiedersehen.